Wir müssen heute die geheime Formel finden vom Krabbenburger. Dafür müssen wir in die krosse Krabbe einbrechen und SpongeBob suchen. Können wir es schaffen, bevor Plankton uns erwischt? Los geht's! Kasper! Ja, hallo! Fonzo, was geht? Wo sind wir Guck mal, denn? Wir sind in der krossen Krabbe mit ganz vielen Fans. Ja, oh mein Gott, wie cool! Oh, guck mal, da heißt ich bin Blocksfan. Oh mein Gott, wie die alle heißen! Oh, verdammt, ich bin leider nicht das Fass. Ich weiß. Los, heute müssen wir anscheinend dem bösen SpongeBob entkommen, ne? Der SpongeBoy heißt der. Ich weiß. Oh mein Gott, ich hab Angst. Links oder rechts? Muss ich sagen. Links oder rechts gehen? Rechts lang. Nein, ich bin links gegangen. Oh, anscheinend richtig. Wow. Hier ist der SpongeBoy. Guck ihn immer an. Wie heißt der? Oh mein Nein, Gott. Nein, das ist, ich glaube, SpongeBoy oder so, ne? Oh. Ja, SpongeBoy. Oh mein Gott, der auch lacht, ne? Anwender. Ich weiß, der ist auch voll komisch. Okay, jetzt hier ganz kurz wieder den Checkpoint schnappen. Man müsste jetzt hier die richtige Pommes auswählen. Oh mein Gott, auswählen. Ich sag die in der Mitte. Nein. Was war? Oh mein Gott, er hat mich geschubst. Ehrlich? Er hat mich geschubst. Als ob man das machen kann. Ja. Okay, das ist zweimal in der Mitte. Und das Plankton. Ja. Oh, was Du müssen jetzt hier über diese Blasen rüber, sagt. Über diese, eine über Sackgasse. Über diese Luftblasen müssen wir jetzt hier rüber. Okay, okay, bist du ready? Ich bin ready. Okay. Und weiter geht's hier. Und optimal. Ja. Okay, dann können wir jetzt hier einmal schnappen. Zack. Zack. Das Ding ist, diese Checkpoints sehen auch so cool aus mit diesem SpongeBob-Gesicht, ne? Ich sag dir, wie der einfach guckt, so. Noch ein Stück. Okay, lass hier hochgehen, ne? Lass hier hochgehen. Ja. Ich glaube, da wird auf jeden Fall gleich irgendwo die Geheimformel sein. Denn unsere Aufgabe ist es heute, die Geheimformel zu bewahren vor Plankton. Ich wollte schon immer wissen, was da drin steht. Ja, da stehen so richtig, richtig crazy Sachen drin. Alle geheimen Zutaten. Na, guck mal, wie gut wir sind. Die sind alle auch draufgegangen. Ich weiß. Aua. Hat geknackt. Okay, was für Plankton schon wieder? Oh, er sagt, er weiß, was er zu tun hat. Wir müssen ja anscheinend über diese Burger rüber. Oh mein Gott. Was sind deine Lieblingsburger? Cheeseburger oder normale Hamburger? Ich würde sagen, nee, Cheeseburger. Cheeseburger Lecker, sind schon... Ne? Warte mal. Oh mein Gott. Yo. Und Sprung. Wow. Ey, wir sind einfach schwerelos oder sowas. Zack. Ja, Mann. Und nochmal. Und juhu. Und durch die Tür. Und durch hier. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Burgergesicht. Der böse Burger hat uns gegessen. Nein. Oh mein Gott. Wo sind wir denn jetzt? Wir wurden von dem Giant Krabby Patty gegessen, vom Krabbenburger. Gott, nein. Aber wir müssen jetzt hier entkommen. Wie sieht das denn drinnen aus? Einfach so Würstchen, Hotdog und so. Wir müssen jetzt hier entkommen, Kasper, ich weiß. So. Okay, über die Buletten rüber hier. Über die Buletten rüber, okay. Wobei ich aber sagen muss, so ein Burger schön mit so 4-5 Buletten wäre jetzt ganz schön lecker. Ja, muss ich auch sagen, wäre extrem lecker. So, jetzt hier nächster Checkpoint, optimal. Sehr gut. Wir müssen über die Würstchen drüber. Was haben wir denn Würstchen zu tun in der krossen Krabbe? Weiß ich auch nicht. Die Hotdog-Kette hier. Vorsichtig. Und Salami? Oh, hier ist ein Salami-Weg. Ja, Mann. Hä? Die Salami-Treppe. Und pass auf. Die Salami. Warte, kann ich die einfach außen? Ich dachte, ich kann außen laufen, aber kann ich gar nicht. Aber der hat ein Haustier, der eine. Hä? Echt? Ein eigenes Haustier, was ihn verfolgt. Hast du einen Checkpoint bekommen? Oder? Nee, leider noch nicht. Ich muss mal noch. Aua, ich bin zu du schlecht. Du bist wieder drauf. Oh Mann, du Armer. Mann, das tut voll guck weh mal, hier, sag mal. Wir haben echt voll viele Fans am Stand. Guck mal, der eine heißt, ich bin Brocks Fan. Dann ist hier einer mit meinem Outfit, der jetzt gerade draufgegangen ist. Oh nein. Und eben war auch ein Brocks Kasper Fan da hinten. Hab ich auch gesehen. Ja, ich glaube, Brocks Kasper Fan, der hängt noch ein bisschen hinterher, würde ich sagen. Okay, ich glaube auch. Über diese Spiegeleier. Ja, sehr lecker, ne? Das schmeckt was magst doch. Du lieber? So. Magst du Spiegeleier, Rühreier oder so Eier einfach gepellt? Ich sag dir ehrlich, also auf Brot mag ich gerne so ein Spiegelei, weißt du, so auf so ein Toast. Ja, ist aber richtig lecker. Aber Rührei ist auch richtig lecker. So weißt du, mit Kartoffeln auch oder sowas. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was magst du lieber? Also ich muss sagen, Rührei feiere ich, ne? Einfach so ein Rührei mit Speck. Sehr lecker. Ist sehr, sehr lecker. Und auch so kleinen Speckwürfeln. Ui. Oh, so, jetzt haben wir ja hier erstmal Pommes, über die wir rüber müssen. Die sind auch lecker. Ganz leckere Crispy Pommes. Oh mein Gott, berühr bloß nicht das Rote. Das ist heißes Fett. Das ist heißes Fett? Okay, ich berühre es auf gar keinen Fall. Ich berühre es nicht, kein Problem. Ich habe langsam das Gefühl, hier stimmt irgendwas mit dieser großen Krabbe nicht. Wieso? Ist irgendwas mit der Faul, sagst du? Ja, ich weiß, ist auch nicht. Also irgendwas ist hier doch komisch, oder nicht? Auch das Plankton hier die ganze Zeit drin ist eben, weißt du, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Also das Ding ist, es ist schon merkwürdig, dass Plankton da ist, aber nicht Mr. Krabs. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, stimmt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. So, jetzt hier schön. Oh mein Gott, der letzte Sprung war knapp.
okay. Jetzt hätte ich die Röhre. Er ist runtergefallen. Nein. Nein. Egal, komm, wir müssen weiter. Okay, weiter, die Fleischbällchen waren auch sehr glitschig, muss ich sagen. Ja, stimmt. Okay, wo stimmt. sind wir jetzt oh hier? Oh mein Gott, Käse. Wir sind im Käseland gefühlt jetzt hier. Über die Rampen rüber hier? Ja. Okay. Und zack. Oh, und sehr gut. Zack. Alter, das ist richtig und cool. Und hier auch nochmal rauf. Sehr hier schön. Auch rüber. Oh, ja, na siehst zack. Du. Ey, läuft optimal, doch. Alter. Genau okay, lass mal hier weitergehen. Gehen. Ja, wir können hier ja. hochgehen, ne? Hä? Ich konnte es nicht berühren. Wieso bist du nicht draufgegangen? Wieso bist du? Au, ich bin auch einfach draufgegangen. Ich muss den einfach Käse nochmal machen. Hä? Jetzt? Ich bin gerade einfach draufgegangen. Bist du nicht beim Käse gespawnt? Wo bist du gespawnt? Doch, ich bin hinter dir. Auch. Aber warum? Hä, ich bin einfach draufgegangen. Ich bin zurückgegangen und einfach draufgegangen. Ich weiß, ich auch. Einfach aus dem Nichts. Ich weiß, also aktiviert das irgendwie. Obwohl ich schon oben war. Das war richtig unfair, Alter. Checkpoint. So, ich sehe dich mit den Pommes. Oh, die Mega-Pommes. Die Pommes-Treppe. Okay. Oh. Guck mal, wie hoch wir jetzt hier klettern gerade. Oh mein ne? Gott, lecker. Oh, ich hab mal abgebissen kurz. Nicht, dass sie einstürzt. Nicht, dass sie jetzt einstürzt. Das wäre jetzt echt unvorteilhaft. So, jetzt sind wir fast oben. Wir haben es fast geschafft hier. Die ja, Pommes-Treppe. Pommes-Leiter. Weiter nach oben. Oh Gott, nicht rückwärts gegangen. Oh treten hier. Du bist rückwärts gegangen. So, hier müssen wir wieder durch. Seht, diese Röhren erinnern mich voll an solche McDonalds-Rutschen von früher. Ah, das sind so Ketchup-Tunnel oder was? Ja, genau. Und jetzt haben wir anscheinend richtig krassen Käseboden, der sich schnell bewegt. Gott. Und wir müssen dabei springen. Käse? Ja, wir müssen dabei springen. Guck mal, weil sonst. Oh. Okay. Oh, wow, wow, wow. Und oh Gott, vorsichtig. Und über die. Und hier. Oh mein Gott. Ja, ja, das war hier auch über die Spieße rüber. Los auf hier, sag mal, ne? So ein Schatz. Oh mein Gott, was ist denn Bacon? Wir sind ganz über Bacon. Ist das eine Bacon-Rutsche? Sag nicht, das glaube ich nicht. Das ist doch nicht wirklich eine Bacon-Rutsche. Bacon-Rutsche. Oh mein Gott, juhu. Oh mein Gott, das war. Wow, hä? Wo bist du denn hin? Was ist mit dir passiert? Ich hab dich gesehen, du bist nach oben geflogen. Alter, wir sind endlich entkommen von diesem blöden Burger. Nein. Der kackt einfach Bacon, dieser Burger. Ich weiß. Guck mal, jetzt sind wir in einem Büro von Mr. Ja. Krabs. Und wir müssen jetzt hier anscheinend irgendwelche Drähte durchschneiden. Die Drähte verbinden. Ah, und da steht, verwende die Farben safe. Oben, um herauszufinden, welche Reihenfolge um die Farbendrähte. Okay. Okay. Jetzt haben wir okay, oben. Okay. B, Y, okay, warte mal, R, warte G. Warte mal. Also R, Y, G, D. Okay. Nee, warte mal. R, Y, D. Also, was müssen wir jetzt durchschneiden, ist jetzt die Frage. Ich hab's, ja! Was hast du gemacht? Der Safe geht auf. Du musst einfach auf die Drähte klicken, oben im Rhythmus. Ah, wie die oben D, stehen. G und ja. B. Oh, du hast recht. Das gehst du in den Safe rein, aber die Formel ist nicht hier. Die, eigentlich dachte ich, wäre die Kramburger-Formel hier drinne. Wo ist die denn? Stimmt, die ist einfach nur Mr. Krabs. Irgendjemand muss die geklaut haben. Geld oder so. Wo ist die Formel, Alter? Stimmt. Hier ist total viel die Geld hat jemand drin geklaut. Von Mr. Krabs. Die hat jemand geklaut. Das muss so sein. Ja, das muss echt so sein. Ich meine, wo sollte die sonst versteckt sein, wenn sie nicht in seinem Safe drin ist? Guck aber vielleicht mal, damit gerechnet. Wer ist das denn? Hä? Was ist das denn? Über den kann man irgendwas kaufen oder so, ne? Guck mal. Wollt ihr irgendwas kaufen? Eine Karte des Labyrinths? Nein, für noch 45 nicht. Robux, das brauchen wir nicht. Guck mal, das ist sogar ein Pfeil, der uns. Ich hab doch den Weg hier. Ist so. Ist also, so. Wer das nicht drauf hat hier, der hier kann ganz, ja gar nichts. Ganz easy links rum und jetzt wieder ein bisschen schwieriger, ne? Hier rechts. Oh, Alter, gut über, geraten. Hast ja, du wohl übersehen, gut. ne? Jetzt können wir hier. Nein, gar nichts los. Oh, was? Wir wurden ausgetrickst. Doch nicht. Du kannst da durchgehen. Doch nicht? Ja. Lol, die doppelte Veräpplung hier. Oh Alter, mein wer. Gott. Also, die Leute, tut mir leid, die sich da eine safe. Karte gekauft haben. Ja, ne? Und guck mal, wir sind draußen und guck mal, was da drüben ist. Okay, der vielleicht ist sie ja. Abfalleimer. Stimmt, du hast recht. Wir sollen jetzt zu SpongeBobs Haus gehen. Wo ist der Abfalleimer? Hm? Da. Da drüben. Glaubst du, da ist irgendwas bei SpongeBobs Haus? Ich kann mir schon vorstellen. Ja. Das kann man sich hier kaufen. Irgendwelche krassen Speed-Dinger oder so? Frage. Ja, hier vielleicht. Oh mein Gott, ich bin auf einmal schnell. Guck mal. Wo hast du das denn her? Wow, das ich auch. Okay, komm. Oh mein Gott, los geht's. Ab zu SpongeBobs Haus. Durch den Verkehr laufen. Ey, ich hab keinen Bootsführerschein. Mann, echt nicht? Ey, nein, so. Nicht. Ich hab auch keinen Bootsführerschein. Das ist jetzt schon links. Aufpassen, pass auf die Polizei. Oh Gott. Und spring! Okay. Und spring! Oh mein Gott, was glaubst du? Ist bei SpongeBob. Glaubst du, da ist die Formel? Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass SpongeBob die Formel bei sich geheim hält, ne? Ich kann mir das auch vorstellen. Plan auf jeden Fall ein Bikini zu suchen. Und rüber hier. So. Guck mal, wie das, wir sind einfach in Bikini Bottom. Guck mal, wie und das Haus aussieht. Was? Wie komisch sieht das aus? Thaddeus Haus sieht echt witzig aus. Können wir aus, da ne? auch rein? Nee, okay, abgeschlossen. Hm. Okay. Hier, guck mal. SpongeBob, er verkauft sogar irgendwas. Hier ist SpongeBobs Haus. Was verkauft er jetzt hier gerade? Was können wir kaufen bei dem? Wir können anscheinend. Waffen.
Oh mein Gott. Nein, nein, ich will da nichts haben. Ich glaube, wir sollen bei SpongeBob oder wollen weiter Deos reingehen. Das wäre eigentlich ganz cool. Oder können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Wir müssen zu SpongeBob rein. Komm mal zu SpongeBob rein. Da steht doch, lauf zum Ananas-Haus, ohne Hindernisse zu treffen. Okay, haben wir geschafft. Keine Hindernisse zu Boden getroffen. Rein hier. Und rein, vielleicht SpongeBob zu Hause. Was glaubst du, ist hier? Oh nein. Oh nein. Es gibt einen Knopf. Was? Aha. Und der öffnet eine Tür. Okay, dann auf jeden Fall jetzt hier an dem Wasser vorbeilaufen. Wir sollen aufpassen auf das Wasser, ja. Oh, ist hier ein, Pfützen, ein Rohrbruch oder so, ne? Bei SpongeBob. Warte mal. Hier welche lang? Tür jetzt? Hier? Ja, die. Ja. Und jetzt hier lang, ne? Nein, doch nicht. Nee. Ja. In den Kühlschrank rein, in den Kühlschrank. Ah. Hier ist, hier ist der Knopf. Hier ist der Knopf. Hier können wir draufdrücken. Au, was hat ihr das was? Denn? Ich hab gar nichts berührt. Du bist einmal ins Wasser gelaufen. Ah, das kann voll verspätet, sag mal. Okay, warte. Yeah. Und okay, durch bist du? Hier. Da bist du. Okay, dann lass mal hier den Knopf drücken. Und so. Auf den Knopf hier, ich hab drauf gedrückt und jetzt ist eine Geheimtür aufgegangen. Wow, was ist denn da für ein Geheimgang? Was? Cool, sag mal. Okay, lass mal kurz schauen. Cool aus. Das sieht echt voll cool aus. Können wir hier durchgehen oder was? Ja, wo geht's jetzt hin? Wo in geht's die geheime Kammer? Was? Hier ist SpongeBob zu Hause. Hä? Wir sind oben in seinem Schlafzimmer. Oh, nicht Gary aufwecken, sagt er. Leise. Und ich glaube, die Formel ist in Garys Schale drin. Was? Was? In dem Schneckenhaus? Sag das nicht, müssen wir uns angucken. Da, jetzt. Oh mein Gott. Rein in Gary. Oh mein Gott. Oh wir sind mein in Gott, Gary jetzt sind wir drin. Bei Gary. Hä? Lol. Und guck mal, wir sind jetzt in Gary drin, sagt er. Aber wo ist Gary? Wo ist Gary? Ich weiß, also wir sind doch wir in Gary jetzt gerade. Die Formel. Guck mal, rutschen. Yeah. Wow. Oh mein Gott. Okay, hier ist anscheinend... Oh, das sind diese... Kennst du diese Snail Bites, die haben wir gestern... Da Schneckenfutter. Lecker. Ja. Hier noch mehr Schneckenfutter. Burger. Oh. Und noch mehr von diesen Dingern. Oh mein Gott. Du hast die Abkürzung genommen, ne? Ich hab die Abkürzung genommen. Sehr so, was sagt Planton hier? Oh, oh nein, oh Gary Schleim. Okay. Nicht berühren. Müssen auf jeden Fall vorbeilaufen. Aua, ich hab's. Oh Mann, nicht das dein passiert Ernst. Mit einem, wenn man das berührt, ne? Man rutscht aus. Ehrlich? Rutscht man echt aus? Warte mal. Oh mein Gott, du. Oh ich bin ausgerutscht, du hast recht. Du müsst über die blauen Streifen einfach rüberspringen. Die dürfen wir nicht berühren. Okay, bekommen wir hin, Ja. Schaffen wir easy, Leute. Ja. Hier. Sehr easy gut. Peasy. Oh mein Gott, guck mal, und Gary ist ja mega schlau, ne? Deswegen hat er hier auch so. Das war ein Trappe! Nein, das kann nicht sein. Das glaub ich, so das schlau ist Gary, dass er dich auch geprankt hat, ne? Ja, Mann. So, guck mal, jetzt kommen hier schön die Teile und hier rüber. Über die Notizen rüber und durch. Und jetzt müssen wir, oh mein Gott, wie hoch ist eigentlich Gary? Wie viel Platz ist denn hier drin? Wie groß ist Gary, sag mal? Also, oh nein. Nein. Oh nein, ich weiß nicht, er kackt uns aus. Ich will das nicht. Es stinkt. Oh mein Gott, ist das eklig. Hä, ich bin auch drauf gegangen, warum auch immer. Und... Oh, raus, wir werden ausgekackt von Gary. Oh, war das eklig. Nein. Eine Einkaufsliste. Oh, was? Hä? Von Planton? Lol, warte mal, was können wir denn da jetzt kaufen? Ich glaube... Was? Ich glaube, wir haben die Kramburger gefunden. Ja! Haben wir? SpongeBob ja. ist happy, wir haben die Formel gefunden. Wir haben die Guck Formel mal hier. Gefunden. Hier ist Planton in Garys Haus. Was? Ey, so cool, Leute. Yeah. Cool, hier vorne, was können wir denn hier noch uns holen? Speed und hier für 150? Geschwindigkeit holen, wow. ne? Nee. Cool. Juhu. Ey, sehr cool. Die Kasper! Juhu. Guck mal, wo wir sind, dein riesiger Aquapark! Ey, endlich sind wir hier angekommen, das war so ein langer Flug hierhin, ne? Ja, ich sag's dir, und guck mal, was hier steht, Wasserrutschen und aufblasbarer Wasserpark. Wo war er zuerst denn? Oh mein... Ich weiß es nicht. Vielleicht lass uns hier warte zu mal ganz kurz. Wir müssen wir können auch nicht mit Klamotten. Mann, du kannst auch eine Karte rausholen, dann siehst du, wo wir überall hingehen können. Stimmt. Aber das Ding ist, wir können ja nicht mit Klamotten jetzt einfach irgendwie das machen oder so. Wir sollten uns schon ein richtiges, bequemes Outfit holen. Finde ich auch. Ich würde sagen, ich hole jetzt hier so eine richtig coole rote Badehose. Guck mal. Da nehme ich hier mal die blaue mit den Blumen. Hier. Das sieht ja richtig cool aus. Ja. Aber anders. Let's go. Guck mal, man kann hier sogar, glaube ich, duschen gehen. Oder? Ach, sollte man auch vorher, ne? Vorm Schwimmer. Genau, sogar? Einmal ganz das Duschen gehen hier. So, hier, ganz entspannt. Okay, sehr gut. So, jetzt sind wir sauber. Jetzt können wir hier in den Wasserpark reingehen, Kasper. Lass uns losgehen. Alter, guck mal, was für krasse Rutschen da sind. Da soll angeblich auch die schnellste Rutsche der Welt da oben sein, ne? Was? Ja, die soll richtig, richtig krass schnell sein. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich laufe schon mal vor. Das Einzige, was ich beim Wasserrutschen nicht so mag, ist, dass man immer wieder nach oben laufen muss. Ja, das ist... wo willst du hin? Guck mal, hier kannst du... Hier? Könntest du noch einkaufen, Restaurant und Piratenschiff? Genau, wir gehen hier hoch. Wir gehen hier hoch. Ich habe ein gutes Gefühl. Lass mal hier hochgehen. Oh, dann ist auch so ein Piratenschiff. Dann müssen wir nachher auch noch hin.
Oh, wie cool. Warte mal, warte mal. Okay, komm, hier geht's hoch. Ja. Oh Gott, die fangen schon die ersten an. Wollen wir, welche wollen wir denn nehmen? Was? Welche? Ich so viel Auswahl. Oha, ich weiß, oh mein Gott, hier, Epilepsie. Um Gottes Willen. Was? Und was haben wir hier? Hier? Okay. Ah, ich mach einfach. Ah. Wow. Wow, Kaspar, ja. Alter. Ja. Wie cool ist das denn? Wow. Ha. Oh mein Gott, und bam, da bin ich auch. Ja. Hey. Das war ja mal mega cool. Das war richtig krass. Und guck mal, da ist eine Ringrutsche. Oh mein Gott, mit der müssen wir rutschen jetzt. Alter, wir müssen echt mit der Ringbob-Rutsche rutschen da, ne? Die sieht richtig, richtig cool aus. Ist doch auf der Karte zu sehen hier irgendwas. Ja, boah, da sind echt, also, das so viel noch. Wir müssen auf jeden Fall nachher zu diesem krassen Rutschen hin, ne? Ah, Boxo, hier drin. Was hast du gemacht? Ich hab so einen Knopf Oh mein Gott! Was? Ich war mega schnell! Hä, was? Ich bin da auch gerade drin. Das ist so eine, du musst irgendwie auf den Knopf drücken. Das ich so komme nicht Kamera raus oder so. Ja, du musst auf den Knopf drücken oder sowas. Ich drück das schon. Ich bin jetzt drin. 1000 km/h Rutsche. Wie 1000 km/h Rutsche? Spring mal, dann spring mal. Die geht komplett gerade runter. Da jetzt! Hilfe! Hä, du hängst fest! Hilfe, ich bin ein... Ah! Yes! Wow! Oh mein Gott, nein! Wow! Da unten bist du rausgekommen, die ist halt richtig krass auch, ne? Was? Okay, warte, ich tauch gerade hier ein bisschen. Ich komm kurz zu dir nach oben. Komm wieder hier hoch. Hier oben geht's nämlich zur riesigen Wasserrutsche. Oh, Alter. Oder wollen wir nicht die... Ganz, ganz krass. Was? Hier ist auch so ein Trichter. Wo hast du den gesehen? Die rote Rutsche da. Lol, stimmt. Okay, komm, wir machen erstmal... Willst du den Trichter direkt oder willst du den Trichter? Ja, guck mal, in den Trichter gehen. Okay, komm, wir machen mal die Trichterrutsche. Alter. Oha. Oh mein Gott, okay, komm, super, und los! Oh, yo! Yo! Wie cool! Da ist ein Trichter drin. Ey, wie läuft hier? Ey, Irgendwelche Wartungsarbeiten oder sowas. Oh mein Gott, verdammt. Und jetzt hier rein. Komm, wer wird als erstes reinfallen, hä? Wer wird als... Nein, nein! Ah, nein! Du bist schon und jetzt ich auch. Oh nein, ich bin ins Wasser reingefallen. Oh nein, ja, ich auch. Da, ich seh dich. Okay, lass uns mal... Was ist das eigentlich für ein Schwimmabzeichen? Silber. Oh, nicht schlecht. Guck mal. Oh, cool. Ey, lass mal nach ganz oben, dann können wir zusammen so einen Ring nehmen. Stimmt, die blaue. Stimmt, wollen wir die hochlaufen? Meinst du, wir können die hochlaufen? Könntest du ja mal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das schafft man nicht. Das kann man echt nicht. Voll schwer. Alter, die ist voll schnell. Okay, komm, wir nehmen lieber die Treppe und laufen hoch. Genau. Warte mal, hier liegen auch Geschenke rum, ne? Meinst du, die können wir einsammeln? Kann man die nehmen? Nee, die liegen hier so rum bei Weihnachten, glaube ich. In Weihnachtszeit oder so. Gar nicht aufgeräumt hier, okay. So, Alter, was ist das für ein Park denn? Lass mal die mit dem Ring nehmen. Ja, ja, lass mal mit dem Ring. Oh, das wird richtig cool. Guck mal, der ist gerade in der Wasserrutsche drin da oben. In dem Behälter. Oh, und weg ist er. Oh mein Gott, und jetzt kommt er unten raus, ne? Ja. Irgendwo da unten muss er rauskommen. Hier hoch. Riesige Wasserrutsche. Hier müssen wir hoch. Okay, ich bin sehr gespannt, was uns da oben erwartet. Boah. Okay, wir können los! Ja? Aber wo genau sind die Ringe? Hier, komm, ich glaube, die müssen hier einmal inspawnen. So. Okay. Okay, setz dich rein. Ich bin drin. Setz dich rein. Und jetzt? Hey, ich sitz komisch. Hä? Jetzt. Okay. Es geht los, Bro. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass auf, Alter. Ich bin gespannt, wie schnell wir hier noch werden. Oh mein Gott. Wir sind fast rausgefallen. Oh mein Gott, okay. Oh, ich kann nicht durchsichtig. Okay. Oh mein Gott, wo geht's jetzt hin? Oh ja! Wo geht's jetzt hin? Es geht rein in den Pool! Wow, Alter! Ich bin sogar rausgeflogen aus dem Wasserring. Ey, was ist denn das da? Das ist irgendwie so eine Halfpipe oder sowas. Welche wollen wir zuerst nehmen? Die mit dieser Rampe oder die mit dieser Rampe? Mit dieser Halfpipe da? Boah, ich will mal hier Dingens springen. Und warte, was ist denn hier? Okay, hier ist der Ausgang. Ah, das ist eine Tunnelrutsche, lol. Was? Da siehst du das Wasser von unten. Stimmt. Fische und sowas vielleicht. Warte, ich will einmal ganz kurz hier vom Einer springen. Das traust du dich doch nicht, oder? Doch, pass auf, und zwar... Einer und... Hibbidi. Hoppa. Genau. Alter. Oh, sehr cool. Ey, das war cool auf jeden Fall. Ich trau mich das noch nicht so. Komm, wir gehen mal da hoch, die Rutsche. Angsthase. Ja, aber dafür trau ich mich eine krasse Rutsche zu. Angsthase. Angsthase, gar nicht. Okay, dann laufen wir mal weiter nach oben jetzt hier. Ja, ich glaube, ich nehme die... Oh mein Gott. Die Tunnelrutsche? Ich hätte schon Bock auf die Tunnelrutsche. Ja, komm, warum nicht? Oh, warum nicht? Und rüber hier und los! Wow, wie cool! Alter. Wie cool sieht das denn aus? Ey, das sah richtig cool aus. Richtig, richtig gut aus.
Okay. Das hat mir gefallen, muss ich sagen. Ich finde, wir sollten so einen Rutschwettbewerb machen, wer besser rutschen kann. Ist das? Was ist das da drüben? Boah. Siehst du das, was ich sehe? Was denn? Eine Riesenglocke. Du meinst das Piratenschiff? Ja, schon eine Piratenschaukel. Was? Mit Wasser oben sogar. Okay, die sieht krass aus. Da müssen wir jetzt mal rein. Wow. Wow. Oh mein Gott. Da kriege ich ja direkt schon Angst, wenn ich das sehe. Oha. Okay, komm, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal rumfahren jetzt. Ja, okay, da sehe ich uns. Hinschwimmen. Oh Gott. Wie kann ich jetzt hier einsteigen? Man muss genau im richtigen ich glaub, Moment... Das, ich glaube, okay, es fährt noch. Guck mal, warte mal. Okay. Man kann hier so einen kleinen Parcours machen. Ah, okay. Guck mal, ich kann jetzt hier... Oh mein Gott, diese richtige Wasserparadies gerade noch. Ja. Okay, das ist auch so Jump'n'Run-mäßig alles, ne? Und guck mal, hier. Wow, da! Alter! Riesige Bobby, aber schön warm. Sehr angenehm. Ja, guck mal, da vorne, hier, guck mal, sind so... guck mal, hier vorne. Achso, du bist so getroffen, wirst. Au! Bist du da weggeschleudert? Ich weiß nicht, ich guck mal ganz kurz. Hier. Okay, warte. Ach, wir können, wenn wir den Parcours schaffen, können wir rutschen. Wie cool. Hier. Guck mal hier, siehst du das? Wir sind so weggeboxt. Wir müssen den Parcours zu Ende machen. Au! Ich wurde runtergeboxt. Hä, warte mal, wo weggeboxt? Ach, da, lol! Nein, Ja, guck mal, ich boxe, du musst hier den Parcours machen. Ehrlich? Da kommst du zu einer richtig coolen Rutsche. Oh mein Gott! Okay, warte, ich komm. Oh mein Gott, wie ein Gott! Wie ein Gott bin ich da gerade lang. Oh, hier? Oh. Hoch jetzt, komm ich dann hier zur Rutsche? Hallo, Mr. Rutsche? Ja, okay. Ich bin jetzt... Hä, nee, komm ich gar nicht. Wie komm ich denn jetzt hier... Hä? Ach, wir müssen die Fäden nehmen. Ich bin ausgerutscht. Ja, komm, das Piratenschiff ist egal, wir warten jetzt nicht mehr darauf. Das blödes Piratenschiff. Wir sehen ja, wie cool das ist, aber komm, wir lassen mal diese Rampe da hinten nehmen, diese riesige. Wo denn? Hier vor mir, diese... Stimmt, zu dir, diese Rampe. Okay, wir sehen uns, bis gleich. Bis gleich. Gib Gummi. Los! Gib Gummi! Okay, los, ich hab Bock. Okay, komm, wir gehen nach ganz oben. Oh Gott. Ja, welche nehmen wir denn jetzt, ist die Frage. Oh, die andere ist nicht so cool, die Lernie sieht nicht cool aus. Ja, dann nehmen wir die jetzt die blaue. Hier. Oh Gott, ran an den Ring! Ja! Okay. Okay, ich bin guck mal, sie rutscht mit uns. Hey! Nein! Was war okay. Das Ding gesetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es geht los. Oh. Schön langsam. Oh. Und Alter! Wow! Alter, wir sind hier noch. Oh mein Gott! Was? Hä? Ja, das hätte wäre noch viel weiter gegangen da hinten. Siehst du das? Ja. Guck mal, wir werden hier so geflogen und sowas. Oh mein Gott. Aber ich glaube, das müssen wir uns beim nächsten Mal angucken, Broxo. Guck mal, ja, würde ich auch sagen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal im Wasserpark. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Das soll die Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es so ist, checkt auf jeden Fall gerne hier die beiden Videos aus. Und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.